Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Part von Super Mario Bros. 3. Und ich freue mich irgendwie total richtig, ja, diese Welt hier komplett abzuschließen. Leider weiß ich ehrlich gesagt aktuell nicht, wie ich es schaffe, jetzt diese Brücke hier dazu zu bringen, ja, dass die sich halt schließt und wir zu Level 8 rübergehen können. Aber gut, dann machen wir erstmal Level 7. Ja, vielleicht müssen wir auch erstmal Level 7 beenden. Wie gesagt, ich, kenne mich nicht hundertprozentig aus in dem Spiel, nicht so wie in Super Mario World oder anderen. Hier im Übrigen auch wieder eine Gegnergattung, die wir jetzt hier zum ersten Mal sehen, und zwar die Spikes. Ja, die schmeißen mit Spike-Bällen auf uns, wie man hier sehen kann. Gefährliche Gesellen, aber auch irgendwie lustige Gesellen, von daher finde ich so ganz toll. Und ja, ich finde auch, dass man hier sehr, sehr gut wirklich das Weltenthema, ja, immer, ja, sehr gut hinbekommen hat, sozusagen. Das wollte ich damit sagen. Ja, man muss ja mal bedenken, das ist ein Spiel fürs alte Nintendo, ja, und die haben es hier wirklich geschafft, so viele Welten mit unterschiedlichsten Themen hier zu repräsentieren. Viel mehr unterschiedliche Themen als in Super Mario World, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ich werde dazu aber natürlich auch nochmal einen negativen Aspekt benennen. Ja, aufpassen, hier ist der Spike am Ende, wie gesagt. Wir sind nicht mehr in Level 1, in Welt Nummer 1, wo es keine Gegner am Ende des Levels gab. Und ja, das sind alles so Aspekte, die muss man dann miteinander dann vergleichen. Hier ist also nochmal typisch für die Wasserwelt so eine Wasserburg, okay. Ich kann mich an die nicht ganz so gut erinnern, muss ich dazu sagen, ja. Da stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, auch ziemlich gefährlich sozusagen. Situation hier. Nehmen wir nochmal eine Feuerblume. Ja, ich versuche... Oh, jetzt wäre es fast schief gegangen. Ich versuche natürlich hier jetzt echt nicht, meine Power-Ups so krass zu verlieren, dass ich immer ins Inventar zurückgreifen muss. Aber irgendwann müssen wir mal was aus dem Inventar nehmen. Einfach damit es machbar wird und vor allen Dingen damit auch weiterhin Platz besteht im Inventar. Ah, Gott. Ja. Und diese Buhu-Blöcke, boah, die finde ich ganz, ganz schlimm, ganz, ganz gefährlich. Und vor allen Dingen, ihr seht schon, in Super Mario Bros. 3 bist du nicht ganz so lange unverwundbar, wenn du getroffen wirst, wie beispielsweise in Super Mario World oder in den neueren Games. Auch das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Und sind wir jetzt schon bei Buhu? Ja, ich glaube, wir sind schon bei ihm, ne? Genau. Ja, und was jetzt im Prinzip schwieriger wird, ist einfach nur, dass es hier ein paar Blöcke gibt, dass man hier schauen muss, ja, wie muss ich selber springen, dass ich nicht eingekesselt werde von ihm und ich an die oh mein Gott, Decke gerate oder an den Block. Ach ja, Leute, was nehmen wir denn? Ja, auf jeden Fall schon mal den Pilz, den nehmen wir hier weg, der nimmt nur unnötig Platz im Inventar weg. Die Feuerblume sollten wir ja eigentlich bekommen gleich. Ich denke, soweit schaffen wir es normalerweise. Die zweite Burg ist hier auch ein bisschen kürzer geraten als die erste. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ja, warum bringst du eine zweite... Warum bringst du halt eine zweite Burg rein? Was an sich total die coole Idee ist. Und die Welt halt auch größer macht und schwieriger. Wenn du die dann aber so ein bisschen halbherzig, ehrlich gesagt, gestaltest. Hm. So... Weil im Prinzip ist ja dann hier jetzt gleich schon durch. Ne? Jetzt hast du nochmal hier die Buhus. Gut, das ist natürlich eine schwierige Passage. Ne? Ah Gott. Und schon wieder wurdest du getroffen. Ja. Ja, hier kannst du locker oben entlang schwimmen. Aber was machst du zum Beispiel, wenn hier die beiden Buhu-Blöcke nicht so weit auseinander sind? Ne? Das ist genau das Ding. So, jetzt dürfen wir uns nicht treffen lassen. Das erste Mal ist es ja relativ einfach, da springst du einfach auf ihn drauf. Ja, beim zweiten Mal kannst du ihn auch noch so abfangen. Und beim dritten Mal springst du wieder so auf ihn drauf. Naja. Gut, ein Treffer macht er mir meistens immer. Vor allen Dingen, er wird nicht einfacher. Naja. Der gute Bum Bum. Ja, der sieht natürlich in den neueren Spielen viel, viel besser aus, klar. Gehen wir mal hier und gucken wir mal, ob wir wieder ein paar Leben abgreifen können. Schaffen wir es mal, die Eisblume hinzubekommen? Ne, wir müssen jetzt den Pilz nehmen. Okay.
Und hab's auch geschafft. Super. Wieder 2 Leben. Aber dass der Schwierigkeitsgrad durchgehend schon sehr hoch ist am Anfang, feiere ich persönlich schon. Muss ich ganz klar dazu sagen. Also das ist echt gut. Aber wie gesagt, auch nicht... Oh, vielleicht nicht ganz so einfach für Spieler, die gerade erst anfangen. Weil ich meine, ich zocke jetzt schon so lange Mario in meinem Leben. Und ich bin hier, wie gesagt, kein Experte in dem Spiel. Und werde trotzdem aber sehr häufig getroffen. Ich nehme vielleicht mal jetzt hier den Froschanzug. Weil sollten wir ins Wasser geraten, dann können wir uns noch retten. Ja, genau. Oh, oh, oh. Weil kann ich die Bertha eigentlich auch so eliminieren? Hm? Ah, na, 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 das ist doch Mist. Mist, Mist, Mist. Da, 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 da. Ja, ihr seht schon, der ist flinker im Wasser, was gut ist. Boah. Das hilft uns hier auf jeden Fall enorm, durch dieses Level zu kommen. Okay, hier oben ist es natürlich ein bisschen blöd. An Land ist er nicht so pralle, aber das wissen wir ja. Naja. Aber wir sollten es jetzt geschafft haben. Ja, und mit dem Froschanzug hier, sage ich mal, es zu schaffen, 3 gleiche Symbole zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Ne? So, dann machen wir auch mal Level 9. Oh yeah. Oh, Tanuki. Ja, lieber auf den Tanuki wechseln. Und ich finde das auch so cool, dass hier die Goomba-Mama mit ihren kleinen Mini-Goombas kommt. In neueren Mario-Spielen ist es so ein bisschen unterschiedlich. Mal machen die dich nur langsamer und mal können sie dich auch wirklich verletzen. Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Da macht jedes Spiel so ein bisschen, was es will. Und die Bob-Oms sehen wir hier auch zum allerersten Mal. Ja, Leute. Ups, aufpassen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Und gibt mir noch ein One-Up. Ja, ist einfach eine schöne Welt. Leider hat man nicht so viele Wasserlevel hier jetzt drin, wie vielleicht gedacht, aber doch ziemlich viele. Gerade auch wenn man das mit den neueren Spielen mal vergleicht. In den neueren Spielen ist es so, wenn du irgendeine Welt hast, die jetzt, sag ich mal, an Wasser oder Gebirge angelegt ist, dann hast du 2, 3, maximal 3 Level, wie gesagt, die irgendwie was damit zu tun haben und der Rest ist irgendwie komplett random. Manche Leute sagen irgendwie, ja, ich finde das cooler, wenn mehr Abwechslung da ist, aber hey, auf der anderen Seite, es ist eine Wasserwelt, ne? So, also willst du Level haben, die irgendwas mit Wasser zu tun haben. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass wir es richtig machen, wenn wir jetzt hier nach links schwimmen. Ich glaube, das war sogar die richtige Methode gewesen. Ist hier ein Invisible Block? Nee, dann hättest du den Tanuki gebraucht, um da hochzukommen. Ah, gut. Gut zu wissen. Aber es ist wirklich schön. Also, ich stell mir vor, du bist jetzt ein Kind und du bist irgendwie in den 80ern groß geworden und dann hast du dieses hammergeile Game. Ey, das ist unglaublich. Nicht umsonst ist es immer noch mein zweitliebstes 2D-Mario, ja? Vielleicht habe ich ein bisschen viel kritisiert in letzter Zeit. Ja, das kann gut sein. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass die besten Welten noch vor uns liegen. Ja, Leute, die besten Welten kommen noch. Und die besten Power-Ups kommen auch noch. Und ich wollte erstmal so ein Grundtenor abgeben, wie ich so das Spiel sehe. Aber wenn man das mit 34 immer noch zockt, dieses Spiel, na dann, sagt es ja eigentlich alles. So, ich glaube, wir haben jetzt fast jedes Level hier gemacht, bis auf das Schloss am Ende. Jetzt muss ich nochmal hier genau schauen. Hier war die 10er-Münze und hier auch, ja, genau. Jetzt, wo ist die 20er-Münze? Ist die hier? Nee, das ist die Eisblume und die war aber hier, genau. Ja, und dann ist ja jetzt einfach 20er-Münze und 20er-Münze. Was bekommen wir dann? Nichts! Doch, ein paar Leben haben wir bekommen, ne? Aber wurde nicht irgendwie animiert. Gut, da ist jetzt nochmal die Frage, wo haben wir jetzt hier das Schloss? Hm, wo war das Schloss? Da gehen wir mal kurz rüber. Irgendwo war das Schloss. Hm. Ach, da sind wir jetzt schon. Fernab. Fernab von allem ist das Schloss. Okay.
Und jetzt haben wir diesen einen coolen Dinosaurier. Den kennen wir doch aus Super Mario World. Was macht der denn hier drin? Da haben sie wahrscheinlich einfach den Sprite von Super Mario World genommen für das Remake hier von Bros. 3. Ja? Na, warum nicht? Und ich bin jetzt nicht wirklich als Kleiner hier reingegangen, ne? Doch, bin ich. Ach ja. Auch die Luftschiff-Level, die finde ich sowas von cool. Und die sind ja jetzt, wenn wir jetzt mal Super Mario World weglassen, seitdem in jedem 2D Mario vorgekommen, ne? Einfach weil die so ikonisch sind. Die finde ich aber auch toll. Muss ich dazu sagen. Boah. Komm da, raus, aber zackig. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja, dafür habe ich mir den nicht geholt. Ah, nee, nee, nee. Na komm, lassen wir es gleich sein. Ist ja nicht notwendig. Hier wurde so ein bisschen die Schraubenmechanik vorgestellt. Gut, aber wäre jetzt nicht notwendig gewesen, meiner Meinung nach. So, kommt jetzt mal endlich vielleicht... Ey, das gibt's nicht. Der wirft das Ding echt so hoch. Jetzt kommt der Koopa. Jetzt muss ich ein bisschen... Oh, Wendy, ja super. Mit der habe ich ja immer Probleme. Und warum wurde ich... typisch in Wendy-Manier wurde sie wieder geowned. Warte mal, und jetzt kann ich hier nicht rein? Doch, ich kann hier rein. Aber ich werde rausgeschmissen, weil sie geflohen ist. Ja, das lasse ich doch nicht zu, dass du hier fliehst. Hör mal. Tanuki her. Und ab hinter dir her. Ja, das stimmt. Die Koopalinge, die fliehen, wenn man sie beim ersten Mal nicht besiegt. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo sie mit ihrem Schiff ist. Aha, hier, alles klar. Denk ja nicht, du kannst zu mir entkommen, Wendy. Du und ich, wir haben sowieso immer eine Rechnung. Ja. So, ich bin noch mal gespannt, was die nächste Welt für eine Welt eigentlich ist. Da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Bin ich mal wirklich gespannt. Oh yeah. Schnell hier weitergehen. Hier ducken. Hier ist man in Sicherheit. Mit dem Tanuki kann ich auch irgendwie viel besser auf der Schraube springen, aber es bringt trotzdem nichts. Dauert viel zu lange. Der Weg ist so endlos. Und es scrollt relativ schnell. Aber das ist noch gar nichts. Da wartet mal ab, da wird ein Level kommen. Ein Luftschiff-Level, Leute. Da geht die Post ab. Da geht's ab. So. Aufpassen und jetzt nochmal zu Wendy rein. Man soll ja keine Frauen schlagen, aber bei dir mache ich gerne eine Ausnahme. So, und nochmal. Ja, ja, deine Karnevalsmaske hast du zwar an, aber trotzdem mache ich dich kaputt. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, genau. Oh, wie schlecht. Aber die sind auch wirklich schwer, die Koopa-Link-Kämpfe in dem Spiel. Ja, ja, die Schwierigkeit von damals. So, und dann haben wir die vierte Welt hinter uns. Nee, es ist die dritte Welt, genau. Die dritte Welt haben wir hinter uns und jetzt kommt die vierte Welt. Mal sehen, was das für eine ist. Und wir kriegen einen König mit Mario Face. Wie geil. Ja. Ich achte jetzt sowieso zum allerersten Mal wirklich auf die Gesichter der Könige, fällt mir mal gerade so auf. Und wir haben eine Musikbox wieder bekommen. Ja, super. Und wir haben irgendwie eine komische Blumenwelt als vierte Welt. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, beende ich hier den Part. Und wir schauen uns dann im nächsten Part mal diese Blumenwelt an. Hier geht's ja richtig zackig, fröhlich weiter. Die Blumen tanzen. Sieht schön aus. Bis denne.